Das bewegt Bayern heute. Die Abendschau. Mit Roman Roll. Jetzt geht's musikalisch weiter. Eine ganze Band ohne ein einziges Musikinstrument. Das kann eine richtig gute Show sein. Und hier ist der Beweis. Alles, was Sie brauchen, ist Ihre Stimme, Ihren Mund und ein Mikrofon. Was wie eine komplette Rockband klingt, ist A Cappella von der Berliner Band On Air. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Sextett in die internationale Top-Liga der Vokalkünstler gesungen und zahlreiche Preise gewonnen. Eine der besten Vocal-Pop-Bands der Welt. Neues Album kommt heute raus und jetzt sind sie live hier bei uns in der Abendschau on air mit Driving Home for Christmas. I can wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down the line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. Going home. Oh, oh. So I'll sing for you, though you can't hear me, but I'll get through, and I feel you near me. Driving in my car, driving home, home for Christmas. Oh, live in der Abendschau und live am 19. Dezember in Augsburg und am 20. Dezember in Nürnberg. Hallo, grüß euch. Hallo, Roman. Hallo, grüß euch. Servus. Die Hälfte der Band kommt auf die Couch, weil ansonsten haben wir zu viele Überhangmandate hier und puff, und wir kippen weg. Ich glaube, Chris Rea wäre richtig ergriffen und stolz auf diese Version. Ja, Mensch, das sollten wir wirklich mal ausprobieren. Müssen wir ihn mal schicken. Ja. Sehr schön, wäre gut zu wissen. Wisst ihr es nicht? Wie er dazu steht. Ja. Die CD ist ja gerade erst rausgekommen, wie schon angekündigt, heute frisch auf dem Markt. Und mal sehen, wann die erste Reaktion kommt. Also auf Spotify ist es auch, da wird er es vielleicht hören. Oder wir posten ihn einfach mal auf Facebook. Das ist eine gute Idee. Genau.
Euer Debütalbum war ja schon das Super-Vocal-Album Europas. Und ihr habt gesagt, viele sagen, ihr seid die beste Pop-Vocal-Band der Welt. Naja, der Welt. Ja, oder unter, auf jeden Fall, absolut, ja, das lassen wir jetzt verstehen. Absolute Top-Shot. Sag mal, auf dieser Couch. Auf dieser Couch, auf dieser Erde. Und trotzdem wollte euch Donald Trump nicht in den USA haben. Was ist an der Geschichte dran? Ihr durftet nicht in Los Angeles auftreten. Ja, ja, ja. Wir hatten ein paar Missverständnisse mit unseren Einreisevisa und so weiter. Letzten Endes wollten wir den Menschen nur eine schöne Freude machen mit unserer Musik. Und das war uns dann, wurde uns ein bisschen verwehrt. Ja. Und die haben gesagt, no entry. Leider nicht. Aber ja, nach Bayern, also ich meine, wir sind Berliner, aber in Bayern hat man uns reingelassen. Aber wir lassen euch nicht mehr raus. Das wisst ihr nur noch nicht. Ja? Weil nämlich jetzt in der Vorweihnachtszeit ist es natürlich super, wenn man so tolle Sängerinnen und Sänger da hat. Stimmungsvolle Geschichte, Winter, heute neu, euer EP. Und für Weihnachten. Also ja. Krass, ne? Wie wichtig ist euch Weihnachten? Wie wichtig ist euch dieses Gefühl? Oh, das ist schon echt. Es ist ein, also tatsächlich der Höhepunkt von dem Jahr immer als Jahresabschluss. Und für mich ist es immer eine Zeit, in der man nochmal sich sammelt und tatsächlich auch ein bisschen die Zeit vergisst, in der man jetzt gerade sich bewegt. Ich genieße es total. Und gerade jetzt, wo wir alle unsere Familien haben, wird es natürlich nochmal ganz besonders wichtig. Wie ist denn bei euch so die Auswahl? Also ich meine, wenn du jetzt in einer Band einen Gitarristen suchst, dann weißt du, der muss Gitarre spielen können, genau so und so. Ihr seid Gesang, ihr seid Instrumente gleichzeitig. Wie findet ihr immer zusammen bei den einzelnen Songs? Das ist eine gute Frage. Wir natürlich wollen wir wie eine Band klingen und darum versuchen wir alle Instrumente auf unsere Stimmen aufzuteilen. Er ist für den Bass zuständig, ich bin größtenteils für das Schlagzeug zuständig mit dem Mund. Und dann haben wir die Sänger, die sich dann auch hin und wieder auch mal Gitarre oder Trompete, sag ich mal, und vornehmen. Und es geht alle Musikrichtungen, alle Stilrichtungen gehen da, oder? Das ist das Schöne. Wir sind so flexibel. Wir können innerhalb von Sekunden zwischen Reggae und Rock und Pop switchen. Also wenn ihr jetzt nur die halbe Band seid, ihr könntet jetzt auch noch irgendwas anderes machen. Wenn ich jetzt sage, mach irgendwas, dann werdet ihr... Ja, können. Was würdet ihr jetzt noch so 20 Sekunden so... Gloria. Ja. So grubt sich super bei der Sendung raus. On Air, vielen, vielen Dank und tolle Konzerttouren, natürlich viel Erfolg mit dem Album. Wenn Sie morgen wieder da wären um 18 Uhr, dann würde es mich freuen. Servus.